Und da habe ich nochmal was. Warte, als wir das fertig machen. Ja. Ich bin Goldschmiedemeister, habe vor 20 Jahren die Meisterprüfung gemacht im Holzschmiedehandwerk und habe dann auch in diesen in der Hinsicht noch ein bisschen was übrig gehabt an Material. Und dieses Material beim derzeitigen Preis wären wir dumm, wenn wir das nicht verkaufen. Sind 10.241,80 Euro. Um die 80 Cent bescheiße ich dich. 6.074 Euro. Und da habe ich noch 14er. Jo, 5,35, 5,36. Damit kann man leben beim 14er. Das kann man. Damit, da macht es nicht so viel aus. 18.705 Euro sind es. 10,2 für den 57er. Ja. 6.000 für den Stift. Ja. 80 Euro für die zwei Drähtel, die ich vergessen habe. Ja. 2,262 für deinen 5,85er. Und 48 für dein Platin. Das Platin. Eine beachtliche Summe. Wie immer laufen die Geschäfte im Pfandhaus in bar. So kommen häufig beeindruckende Bündel zusammen. Den 5er kriegst du vorne. So, jetzt pass auf, aufpassen. Immer wenn einer das Geld hat, erst Gummi drumherum machen. Nächster zu mir. Und jetzt, damit es unterwegs nicht weniger wird, im Auge behalten, im Auge behalten. Das ist dein Beleg? Ja, den stecke ich gleich mal da rein in den Fenster, aber das kriege ich da nicht rein. Schieb's eine, bitte schön. Mach dein Gummi zurück und fertig. Ja, ich sage schon einfach der Bernd von Dinach. Der Bernd von? Von Dinach. Von Dinach. Dinach kennst du ja. Ja, logisch kenne ich Dinach. Das sind die Dörfer, die man nicht unbedingt braucht. Ja, ja. Ade, gute Zeit. Ade. Ade. Keine Zeit zu verlieren ist für Heinz oberste Devise. Das gilt offenbar auch für das Ausrichten von Grüßen. Hallo, dieser Anschluss ist zurzeit nicht besetzt. Cool, oder? Bitte hinterlassen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer nach dem Hinweiston. Vielen Dank. Mahlzeit. Vater, gerade war ein Kunde da, der heißt, das ist der Bernd aus Dinach. Ich soll dir einen Gruß ausrichten. Bernd aus Dinach war mit dir schon Motorradfahrer, soll dir einen Gruß ausrichten. Das war's schon. Ende der Durchsage. Tschüss. So, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Fertig aus. Was soll ich mich doch rechtfertigen? Scheiß drauf. Manche Artikel versteigert das Pfandhaus online, was eine gewisse Logistik mit sich bringt. Wenn man einen Artikel jetzt bei eBay versteigert, der läuft 10 Tage. Also schreibt man drauf auf diesen kleinen Zettel in das Tütchen rein. E, also E wie Ende, 17.10. Und dann müsste man in der Lage sein, in den Keller zu gehen und die Schublade vom 17.10. aufzumachen und diesen Artikel da reinzulegen. Dieses Einsortieren fällt unter anderem in den Aufgabenbereich von Mitarbeiter Jabez. Schwund ist hierbei alles andere als erwünscht. Ja, runter, ja. Ja. Vor 10 Tagen sollte Jabez den Ring aus einer Online-Auktion in das entsprechende Fach legen. Mitarbeiterin Sarah ist für den Versand zuständig und kann ihn dort nicht finden. Jetzt muss ich einen Artikel suchen, weil der nicht in dem Fach drin ist, wo ich ihn wo eigentlich drin sein sollte. Und ich kann es nicht sein, dass ich ihn falsch eingeräumt habe. Muss ich jetzt kurz nachschauen. Damit der Artikel jetzt verschickt werden kann. Guck halt mal am 9. oder so. Ja, da, ja, genau. Ja, ja, genau. Jetzt steht die Versandabteilung auf, läuft zum Regal, schiebt den 17.10. auf. Am 17.10. sind aber nicht nur ein Artikel versteigert worden. Am 17.10. sind jetzt, sagen wir mal, 50 Artikel versteigert worden. Das heißt, ich nehme jetzt die 50 Artikel raus und schaue es sich an. Kann man ja eigentlich zügig machen, weil man sucht einen Ring. Also braucht man keine Uhr anschauen, man braucht auch keine Brosche anschauen, man braucht auch keine Kette anschauen. Und Ohrringe braucht man auch nicht anschauen, weil wir suchen einen Ring. Vier Augen sehen mehr als zwei.
Allerdings bringt Sarah Jabez auch nicht viel Vertrauen entgegen, wenn es um das Suchen verschwundener Artikel geht. Er guckt sich die Schubladen an und sucht die Artikel. Er hat ihn wahrscheinlich schon zweimal in der Hand gehabt und hat es nicht mal gemerkt. Wir durchsuchen 10 Schubladen, a 50 Artikel. Das ist Zeit, die ich bezahle. Also ist das für mich Diebstahl. Diebstahl durch Dummheit. Das ist wie bei Momo, die Herren, wo die Zeit stehlen. Also da versteht er gar keinen Spaß. Da gibt es auch gleich dann einen auf die Mütze. Das ist entweder Fehler, da kann man auch keine Ausrede bringen. Das will er alles gar nicht hören. Also sowas geht gar nicht. Ja, bis jetzt haben wir jeden Artikel dann wieder gefunden, wenn er mal falsch war. Eigentlich müsste er diese Artikel auch wieder finden sein. Der wird wahrscheinlich irgendwann auftauchen. Mal. Ja, irgendwann wird er auftauchen. Dann, ja. Jetzt ist der Ring nicht drin. Oh mein Gott, wo ist dieser Ring? Also wir haben jetzt alles durchgeschaut. Hier steht eine. Wie hoch ist der Schaden? 11,50 €. Zahle 5 Euro dazu noch Strafe. Und wo ist der Artikel? Ich habe ihn nicht gefunden, keine Ahnung. Wir schreiben das Jahr 2021. Ich darf nicht mal eine Strafe aussprechen. Ich muss doch dankbar sein, dass er kommt. Ich appelliere an den Mitarbeiter und an seine Vernunft. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Das heißt, wir haben hier Mäuse, die Silberschmuck raustragen. Oder wir haben einen Vollidiot, der es vielleicht in die Hose da steckt, anstatt in die richtige Schublade. Ja. Ja, ist schon was schlecht. Es ist schlecht, ja. Ich schreibe ihr. Schreib ihr bitte. Diese Dummheit kostet mich nicht nur Geld, durch Personal. Der Kunde bekommt den Artikel nicht. Er bekommt eine E-Mail. Wir können den Artikel leider nicht finden. Also wenn ich vom Goldheinz eine E-Mail bekomme, ich kann den Artikel, den ich ersteigert habe, nicht finden, dann denke ich mir, da kaufe ich besser nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Man fotografiert einen Artikel und dann ist man zu blöd, um ihn in die Schublade zu legen. Ich habe da einfach keine Lust mehr. Ich ertrage das alles nicht mehr. Wie gesagt, meine Tage sind ja jetzt gezählt. Es ist ja abzusehen, dass ich nicht mehr so lange hier bin. Ansonsten würde ich ihn jetzt wirklich einfach, egal ob ich ihn mag oder nicht, einfach mal in den Arsch drehen und rausschmeißen. Sondern nur gucken, wo er bleibt. Ich bin doch nicht die heilige Johanna. Ich bin weder weiblich noch bin ich heilig.